Es geht weiter mit Let's Play Mega Man Star Force 2. Und während wir gerade so ganz friedlich so ein paar Quests machen wollten, werden wir auf einmal von irgendeiner Cutscene gestört. In der Zwischenzeit. Oh, die Assis. Die Assi-Gang. Aus den Informationen, die Hyde erhalten hat, lässt sich schließen, dass Mu östlich von Wasab liegt. In einem Loch, wo man rein muss. Ja, unser neuer Assistent geht diesen Informationen nach. Neuer Assistent? Mit neuer Assistent meinst du das Mädchen, das du mitgebracht hast? Ich dachte, mit ihr würde es das nicht funktionieren. Aber sie macht sich gut. Wie hast du sie überzeugt, Hollow? Das war leichter, als ein Pferd zum Wasser zu führen. Sie ist ein liebes und ehrliches Mädchen, dem Freunde alles bedeuten. Das habe ich ausgenutzt. Mit ihrem reinen Herzen war sie leicht für diese Sache zu gewinnen. Mach dir keine Sorgen. Sie macht alles, was ihr gesagt wird. Sie hat gar keine andere Wahl. Spast! Vielleicht kann man sich ja schon denken, um wen es geht. In den Nachrichten hieß es, das Flugzeug sei bei Loch Ness notgelandet. Ich glaube, wir werden den Piloten dort noch antreffen. Wir werden herausfinden, was er über das Mädchen in Rosa weiß. Na gut, erstmal werde ich aber die Windmühle ansprechen, wegen der Quest, die wir im letzten Part begonnen haben. Und sonst müssen wir ja nur diesen Piloten ja nur finden. Und ich denke mal, das wird er sein. Aber nachher erst. Sind die überhaupt schon Quests verfügbar? Weil manchmal dauert das ja ein bisschen, vor allem wenn ein neues Gebiet war. Okay, da ist die Windmühle. Oh, hier steht was geschrieben. Der König der Vögel, der den Himmel vergaß. Was soll das heißen? Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ich sag's schon mal, weil ich weiß nicht, wie man so schnell drauf kommen soll, so einfach. Man muss nach Wasab zu dem zu der Pinguinwandmalerei. Ja, okay, ich habe mal eben gehört, dass Pinguine ja, glaube ich, offiziell als Vögel gelten, aber die halt nicht fliegen. Und sonst ist hier, glaube ich, noch gar nichts groß los mit Quests oder so. Na gut, wir haben ja auch erst vor kurzem hier alles erledigt. Es sei denn, hier ist was Neues bei. Nur so gucken schadet ja nie. Ne, dann haben wir soweit erstmal alles erledigt. Gut. Dann können wir jetzt auch mit dem Piloten dann reden. Na gut, nur dass das unsere Assis da wieder vorhaben, hört sich ja gar nicht so gut an. Wollen die scheinen uns mal wieder einen Schritt voraus zu sein und uns mal wieder total noch fertig zu machen. So richtige Mobber, ey. Und ich sag ja, Hollow, dafür, dass Hollow am Anfang so ruhig war, ist er jetzt ja wirklich so der... Praktisch der alles regelt, der scheinbar wirklich so, der steht ja auch scheinbar ein bisschen über Hyde und Solo. Und irgendwie, der scheint jetzt ja alles zu regeln. Kann ich dir helfen? Ja, sind Sie der Pilot des Flugzeugs, das in den See gestürzt ist? Ja, das bin ich. Ich habe es im See notgelandet. Ich schäme mich so. In den Nachrichten hieß es, Sie hätten ein Mädchen in Rosa gesehen. Oh ja, das stimmt. Das habe ich wirklich gesehen. Die Blackbox hat alles aufgezeichnet, sie ist aber in den See gefallen. Wenn ich sie finde, könnte ich also das Mädchen in Rosa sehen? Ja, wenn du sie findest. Aber wahrscheinlich ist sie irgendwo auf dem Grund des Sees. Könnte ein Hinweis auf Sonja sein? Ich muss im See suchen. Von der Wellenstraße des Aussichtsplateaus aus gelangst du dorthin? Beeil dich und löse diesen Fall. Yay, Spielstreckung. Aber das ist jetzt ziemlich eindeutige Spielstreckung, weil... Man hätte jetzt die Wahl gehabt, man hätte jetzt auch direkt einfach sagen können, ja, der gibt uns jetzt die Information oder er hat die Blackbox bereits und der schon wieder. Aber nee, man muss jetzt selbst nochmal holen, damit das Spiel nochmal ein bisschen verlängert wird. Herr Copper? Hm? Ach, Gio, du bist es. Nehmen wir an, die sind wegen all der Flugzeugabstürze hier. Ja, richtig. Irgendetwas kommt mir daran merkwürdig vor. Warum passiert das immer wieder? Und immer am selben Ort unter denselben Umständen. Du weißt ja Bescheid über die UMTs und andere eigenartige Phänomene.
Ich denke, dass sie alle etwas miteinander zu tun haben. Das ist einfach fast faul. Die Polizei denkt, da steckt noch mehr hinter. Jemand plant etwas, aber was? Oh, Entschuldigung. Ich habe natürlich keine Beweise, ich habe nur laut gedacht. Ich hoffe, dass sie sich irren, denn falls sie recht haben sollten... was denn? Okay, falls sie recht haben sollten... Na gut, lieber, dass das so Einzelfälle sind, als wenn das alles so ein Teil von was, alles so Teile von was ganz Großen sind, was dann am Ende einen riesen Plan praktisch ergibt. Stimmt, das ist dann natürlich so schon blöder. Was verkauft der eigentlich? Ich schaue frische Waren! Naja, nichts Besonderes. Na gut. Dann nach unten. Ich werde die Tarnung jetzt mal nicht aktivieren, weil vielleicht ist ja diese Blackbox ja schon sofort am Anfang und dann wäre das ein bisschen eine Verschwendung. Vor allem, ach stimmt, ich habe doch gar keine mehr, oder? Habe ich doch noch meine, ich habe meine letzte Tarnung ja verbraucht. Wegen diesem nervigen Abschnitt, ja, noch brauchen wir den Tauch machen. Nochmal. Da ist er auch schon. Ach nee, der Tau machen. Das sind schon echt lustige Abkürzungen. Ich denke mal im Japanischen, die Wörter, die dann da sind, die passen dann alle perfekt rein. Weil allgemein so von den japanischen Schriftzeichen ist ja alles, die können ja praktisch das, wo wir dann richtige Sätze für schreiben müssen, haben die dann in ein paar Zeichen dann schon geschrieben, weil vom Schreiben her die Sprache einfach ziemlich kleiner ist. Na gut, ist hier irgendwo, muss ja die Blackbox sein. Irgendwo. Ich frag mich voll, wie die aussieht. Dann einfach so eine schwarze Box oder so eine Kamera oder so. Oh, Moment, hier können wir ja uns hier eine neue Fähigkeit holen. Und hier ist der Luftboy vor allem ziemlich praktisch, weil der steht jetzt gerade so perfekt. So. Die Ladung Kreuz für 130, das habe ich jetzt ja schon für 90 bekommen, meine ich. Also deutlich billiger. Ich hoffe mal nur, dass wir die Blackbox auch schnell finden. Weil ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt wieder so lange hier so viel Zeit zu verbringen, vor allem bei den ganzen Gegnern. Obwohl wir hätten... Oh, wir konnten jetzt nicht fliehen, Flucht gescheitert. Na gut, wir konnten aber wenigstens diesen Goldfisch bekommen, so diesen goldenen Piranha. Weil das hatten wir bisher noch nicht geschafft. Weil, beziehungsweise den haben wir bisher nie getroffen, wirklich. Weil das jetzt, weil der Gegner ist jetzt neu dazugekommen. Oh, und alle auf einmal, geil. Und der macht auch nicht mehr lange mit. Und tschüss. Aber das hatten wir auch noch nie gehabt, dass eine Flucht mal gescheitert ist. Achso, und ich will mal kurz in das Schiff rein, weil ich glaube, das konnten wir bisher nie. Ich glaube, das wurde ja immer so blockiert dann. Weil da hieß es ja immer, ja, das untersuchen wir später mal. Weil dann haben wir es auch dann mal hinter uns. Hallo, hallo, hallo. Wie du sehen kannst, lebe ich auf diesem gesunkenen Schiff. Eines Tages wird jemand das Schiff bergen, also gedulde ich mich. Piep, piep. Aber mich interessiert was anderes, nämlich das. Und ich gehe mal von aus, dass ich hier nicht fliegen kann. Bei den ganzen Gegnern, die hier sind. Ach, ich glaube, jetzt treffe ich gar keinen, oder? Nicht mal den Fisch. Den konnte ich nicht mal rösten und grillen und verspeisen. Ja, komm. Ey, hä? Ich hab doch angegriffen. Warum? Warum ging das denn nicht, ey? Nice, gut. Jetzt noch den hässlichen Goldfisch, der hässlich ist. Aber, naja, keine Karte. Aber 1800 Zenny, also das hat sich gelohnt. Schon ziemlich viel. Wo ist jetzt die verdammte Blackbox? Okay, hier können wir uns auch wieder eine andere Karte holen.
Die sind ja so blöd zu treffen, die ganzen Schutzwaffen. So. Und nice. Kriegst du was? So. Moment. Das ist nämlich so eine Art Verfolgungsschwertangriff. So drei Hiebe, die aber dann auf den Gegner auch zugehen. Ist ziemlich gut, vor allem, da man ja auch nicht in derselben Position sein muss. Da ist auch noch was bei den ganzen Schmuck. Na gut, hat sich doch nochmal gelohnt, hierher zu kommen, weil wir jetzt ja vieles vorher noch nicht sehen konnten. Krone ES. Da muss die Krone ja irgendwas Technologisches ja in sich haben. Weil sonst würde das ja nicht wirklich Sinn ergeben, dass da dass da Wellen durchfließen. Okay, 2100 Zenny, perfekt. Wenn man ja eine Geheimwelle gefunden hat, dann muss man ja auch nicht wirklich weitersuchen. Weil mehr als eine gibt es ja in der Regel nicht. Da ist auch nichts. Vielleicht dann in dem zweiten Raum. So. Und du, komm mal her. So. Voll diese ganzen Streuwaffen sind schon ziemlich gut, weil trifft er halt in X-Form und so Sachen und paralysiert auch noch. Und jetzt ist dieser X-Schuss erstmal richtig mächtig geworden, weil wir den jetzt so richtig nutzen können. Achso, das ist ja gar kein Durchgang. Wie sieht so eine Blackbox überhaupt nochmal genau aus? Das ist einfach wirklich so eine schwarze Box. Oder wie so eine Art Kamera. Jetzt, da waren wir auch noch nicht. Könnte ja auch nicht dort stecken. Ja, ich renn weg. Was? Ach, Mann. Ich glaube, wenn diese goldenen Fische da sind, dann sollte ich wirklich da bleiben. Also sonst ist das doch so unwahrscheinlich, dass man fliegen kann. So. Nice. Eine Karte wäre mal auch ganz gut, aber dafür stelle ich mich einfach zu dumm an gerade. Das meine ich, das ist jetzt so richtige Spielstreckung gerade. Das will ich jetzt wirklich so ein bisschen bemängeln an dem Spiel. Weil das ist wirklich eindeutige Spielstreckung, die man sich auch total hätte wegstecken können, weil man hätte auch im Plot das einfach so sagen können, ja, der weiß das direkt und... Nee, mit dir messe ich... Obwohl, oder? Ach komm, wir versuchen es mal. Damit wir auch noch ein bisschen was zu tun haben hier. Nice, und Schuss. Freunde, jetzt haben wir auch gerade so viele Elektro-Attacken drin. Ja, machen wir den mal fertig. Hoffentlich. Freunde, haben wir auch schon lange nicht mehr gegen den gekämpft. Oh, so eine Ex-Karte von dem wäre schon cool. Dann mache ich das am besten erstmal so. Und dann das. Ne, dann das. Und das und das. Ach, spaßt. Also ich hatte jetzt nicht in Erinnerung, dass er sich jetzt so schnell bewegt. Aber ich habe ihn auch schon damals mit Voltauge total fertig gemacht. Also, warum sollte es nicht nochmal klappen? Ja, komm. Ach, verdammt! Paralysieren kann der Arsch ja auch noch. Oh, Mann. Ah, das kann der auch. Obwohl, kann ich den überhaupt noch treffen? Ja, ich... Ja doch, geil. Ich habe jetzt versucht, den zu kontern, aber... Das ist so schwer mit dem. Oh, das kann aber vieles anrichten. Mhm. Und komm, nice. Okay, ist jetzt auch noch das. Ne, das mache ich jetzt nicht. Aber hier Roulette kann ich machen. Oh, cool. Dark Phantom, geil. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Oh, genau. Macht er mich einmal dann so direkt Schaden. Und das und das und das und fertig.
okay, ich hoffe, jetzt hat jetzt eher auf die X-Version gehofft, aber ich glaube, die hole ich mir doch lieber alle einen anderen Mal. Oh, legendär, ich bin der berühmte Legendary Master Shin. Jetzt bin ich mit einer Spezialwaffe auf Sendung. Was für ein beeindruckender Kampf. Ich konnte deine Seele mit meinem Körper spüren. Das war eine ganz kleine Best-Kombo. Ach so, genau. 230 Schaden haben wir auf einmal gemacht. Ja, speichern wir die mal. Ich lasse den Namen einfach mal, weil ich glaube jetzt nicht, dass die ganz so besonders ist, weil das ist eigentlich nichts im Gegensatz zu dem, was man später für Kombos in der Regel verursacht. Wenn man jetzt auch die nötigen Karten dafür hat. Jetzt ganz wichtige Info. Okay, perfekt. Weil die werde ich bestimmt nicht nutzen, weil ich sage, hey, da gibt es Besseres. Da kann man, also in der Regel macht man später Schaden von 500, 600 in einer Runde mit entsprechenden Karten. Ich glaube, da kann ich nicht so leicht von fliegen. Aber nett, dass wir sowas schon mal geschafft haben. Und ich meine, wenn ich das jetzt dann so, ich glaube für 3000 oder sowas, kann man dann diese Best-Kombo in Form einer Karte dann praktisch bekommen. Und die macht dann natürlich den entsprechenden Schaden dann auch, weil dann diese Kombo dann nochmal neu eingesetzt wird. Das kann man dann auch gezielt für manche Bosse dann auch benutzen. Das hat dann sich dann vorher so eine Best-Kombo erstellt, um dann entsprechend gewappnet zu sein. Okay, da ist nichts. Vielleicht da bei dem Thron. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, weil das habe ich wohl alles verdrängt, weil das so nervig war. Allgemein weiß ich auch schon, weil es war schon ewig her, wo ich den Teil das letzte Mal durchgespielt habe. Na gut, sonst da unten. Wo war jetzt eigentlich was Schwarzes? Da liegt was Schwarzes, ja. Habe ich jetzt gerade so ganz leicht aus dem Augenwinkel gesehen. Aber wir laufen jetzt auch ein bisschen auf Gefahr, dass wir jetzt einfach mal jeden Moment auf Plesio Surf SP treffen können. Den SP-Boss hatten wir ja bisher noch gar nicht, aber ich glaube, den wollen wir auch noch nicht treffen. Vielleicht würde ich den noch ganz knapp besiegen, aber ganz knapp eben nur. Weiß nicht, ob ich jetzt da schon viel ausrichten würde. Vor allem, ich glaube, man kann hier mit einem Cheat sogar eine noch stärkere Form als SP erscheinen lassen. Ich glaube nämlich, das war dann DX oder so. Aber ich glaube, da gehe ich dann mehr so drauf ein, wenn wir auch die Möglichkeit haben, wenn die Cheats überhaupt möglich sind. Oder nachher heißt es wieder, das ist nur in der amerikanischen und japanischen Version möglich. Weil ich meine sogar, die Codes, die ändern sich auch, aber wenn man die richtig übersetzt, dann sollten die auch funktionieren. Aber wie gesagt, die zeige ich dann erst am Ende alle. Oder wenn wir das ganze Optionale machen, weil das sind so ein paar bestimmte Bosse, da würde ich doch schon Zugriff auf bestimmte Karten schon gerne haben. Seht ihr das mal an, das ist das schwarze Ding da. Das schwarze Ding da ist die Blackbox. Okay, da haben wir die auch. Perfekt. Hat auch nicht lange gedauert. Aber wenigstens haben wir nochmal ein paar neue Sachen bekommen. Jetzt auch nochmal eine neue Karte, Plesio Surf. Den kann ich auch mal reinmachen direkt. 150 Schaden und trifft nächste gegnerische Reihe mit Aquazahn. Ah, ich glaube, das ist wie gleich das ist am besten. Eigentlich wie zum Beispiel Cancer Bubble, nur dass es eben nur zwei Gegner trifft, die halt links und rechts so sind und macht aber dafür mehr Schaden. Ich mach's mal erstmal rein als Ersatz für Cancer Bubble, weil 100 Schaden jetzt auch nicht mehr so mega viel. Ansonsten geben wir uns jetzt erstmal die Blackbox am besten und dann sehen wir vom Plot her, wie es weitergeht. Und wenn wir dann wieder nichts zu tun haben, dann gehen wir nach Wasab und machen die Quest zu Ende. Aber da hoffe ich mir auch eine gute Belohnung. Hey, das ist sie, das ist die Blackbox. Und die geben wir dem auch. Jetzt erfahren alle, dass ich mir die Sache nicht nur ausgedacht habe. Oh nein, was stimmt nicht? Oh nein, nein, nein. Wir brauchen ein Projekt, um die Daten abzuspielen. Wo bekommen wir ein Projekt her? Ach, warum ist das jetzt so gestreckt? Der Spielabschnitt ist echt blöd gerade. Projekte. Theoretisch das Kino, oder? Oder vielleicht dieser Gary, ist der hier irgendwo? Ach, hier. Du hast kein Projekt, oder? Ein Projekt, doch, habe ich.
Ich brauche ihn ab und zu für die Arbeit. Ich arbeite fürs Fernsehen, darum. Dürfte ich ihn kurz ausleihen? Du bist der Ex-Bruder. Ich denke, das müsste okay sein. Na gut, vielen Dank. Okay, ich habe jetzt erstmal gedacht, wir müssen jetzt nach Wilshire, dass wir dann irgendwie ins Kino müssen, uns da was ausleihen müssen und dann zurück oder so. Zum Glück nicht. Hey, du hast ein Projekt gefunden. Jetzt kann ich beweisen, dass, was ich gesagt habe. Beeil dich und materialisiere ihn. Ach so, das ist eine Materiewelle. Ach, deswegen auch ja nur 8 Zeichen, natürlich. Was soll ich tun? Abspielen, zurückspulen, vorwärtsspulen? Einfach mal alles. Materialisiere Projekte. Was ist los, Junge? Ich bin Projekte. Verstehst du? Ich habe ein paar Bilder von dem Absturz, von Loch bei Loch Ness. Bist du interessiert, Junge? Dieses Flugzeug hatte einen kleinen Unfall. Ich kann dir zeigen, was vorher passiert ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ich denke, du beweist, dass ich nicht gelogen habe. Ich werde das Bild mal projizieren, okay? Dann mach mal. Rabum. Ich sehe gar nichts. Das liegt an den defekten Instrumenten. Das heißt, die Kamera hat auch nicht funktioniert. Oh. Da war sie. Das wäre alles, Jungs. Hey, Son? Die Sonne? Vergessen Sie es, da war nichts. Mega, war das? Jupp, das war Sonja nach ihrer EM-Wellenänderung in Harpnot. Oh, dieser Schnappschuss bestätigt meine Aussage nicht. Nun ja. Moment noch, ich muss Sie etwas fragen. Was denn? Du solltest die Leute nicht so erschrecken. Wo wurden die Bilder aufgezeichnet? Mal sehen. Das müsste im Bermuda-Labyrinth gewesen sein. Das Bermuda-Labyrinth? Es liegt östlich von Wasab. Wenn ein Flugzeug dort durchfliegt, spielen die Instrumente verrückt. Östlich von Wasab? Vielleicht kann ich die Himmelswelle benutzen. Okay. Ach, da waren wir schon mal, aber da war der Durchgang noch versperrt. Aber wir werden noch nicht direkt dorthin gehen, sondern wir machen noch die paar Quests noch zu Ende. Dann haben wir das auch mal alles erledigt. Also jetzt geht es als erstes nach Wasab. Praktisch ist, das ist jetzt auch nicht mehr weit entfernt, jetzt auch nach Metzhausen und so. Haben wir jetzt immer ziemlich schnell einen Weg durch die Abkürzung. Weil Metzhausen und Wasab sind ja auch sehr nah aneinander, die Himmelswellen. Den Weg kenne ich auch schon eigentlich einigermaßen auswendig. Ich bin ja auch so dahin gekommen. Weil das geht wirklich schnell. Ich muss mal wieder Tarnung beschaffen. Wo habe ich die... Ah, stimmt, ich habe die bei dem Hotel immer geholt. Genau da, wo der Schlitten auch ist. Muss ich mal wieder hingehen und ein paar Sachen, ein paar Tarnung holen. Ups, das war falsch. Ich glaube, ein Boss und so erwartet uns auch nicht wirklich hier. Also muss man sich auch keine Sorgen machen. Ich glaube, im dritten Teil ist das sogar so, dass es dann auch mal einen Boss hier geben kann, weil dann kommt so eine Art Ersatz zur Himmelswelle. Und ich glaube, da gibt es dann sogar auch Bosse, die einen teilweise überraschen können. Ach nee, das war noch nicht was. Nee, das war die Abkürzung. Hier war Wasab. Natürlich der eine Schritt. Das wäre cool, je höher der Konnex ist oder je weiter man im Spiel vorangeschritten ist, desto geringer ist dann die Rate der Random Encounter. Das wäre ziemlich gut, wenn man das so gemacht hätte. Weil das ist schon wirklich nervig. Und sich halt immer wieder so eine Tarnung holen. Diese Tarnung, die funktioniert ja auch nur wirklich für einen kurzen Moment. Oh, da steht was, da ist was vergraben. Ein Brief, da steht an Chetty. Bio erhält Denkschrill. Okay, das heißt, wir können jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das machen wir dann aber auch ganz kurz. Dann werden wir noch die zweite Quest dort erledigen und ich denke, das reicht dann mal erstmal. Die Quests in Wasab, ich würde sagen, die lassen wir erstmal aus. Oder? Ja, doch, die lassen wir erstmal aus. Ich glaube allgemein, Quests werden wir jetzt erstmal gar keine mehr machen, bis auf die letzten zwei noch an der Grizzly-Spitze.
Und dann werde ich wieder, dann werde ich erst wieder kurz vorm Finale dann welche machen. Ich kann schon mal sagen, so extrem weit sind wir auch gar nicht mehr vom Finale entfernt. Also so extrem viel passiert dazu nicht mehr. Denn das Muda-Labyrinth ist praktisch das letzte Gebiet, das man so noch betreten kann. Und entsprechend gibt es dann auch nicht mehr viel zu tun. Und vieles wird ein bisschen noch ein... Ja, obwohl ich sag das jetzt nicht, aber ich kann schon mal sagen, obwohl ich kann mal Plesio Surf zeigen. Ich kann nur schon mal sagen, dass nach dem Bermuda-Labyrinth nicht mehr so viel passieren wird, bis auf halt das Finalzeug. Obwohl das eigentlich schon... Ich weiß nicht jetzt, das Cancer Bubbles Karte schon ein bisschen besser, weil die macht ja auf zwei Felder Schaden und macht noch nass. Also, dass man so in so einer Blase noch eingehüllt ist. Und na gut, das macht jetzt zwar ein bisschen mehr Schaden, aber da finde ich dann doch schon den Effekt von Cancer Bubble besser. Ich frage mich, ob wir da auch jetzt bald mal gegen seine Ex-Form kämpfen können. Könnte ich jetzt gleich auch mal ausprobieren. Ach, ich kann doch hier fliehen. Warum kämpfe ich noch gegen die alle? Mein Magen knurrt gerade. Ganz dumme Geschichte. Eigentlich wollte ich, bevor ich aufnehme, mir eine Pizza im Backofen schieben. Hab mir eine geholt, aber auf dem Weg vom Laden halt nach Hause, weil es so extrem warm war, wie da ist, weil ich auf dem Weg noch ein paar Sachen noch zum Müll gebracht habe und so, ist die Pizza schon teilweise aufgetaut und jetzt habe ich die halt im Eisfach getan und dachte ich halt, ja komm, nimm's jetzt zuerst auf eine Stunde, bis dahin wird die wieder ziemlich gefroren sein. Und so kommt es halt dazu, dass ich jetzt erst viel zu spät Mittag esse und halt entsprechend Hunger habe. Was hat der eigentlich so Neues? Irgendwas Interessantes? Die holen wir uns irgendwann, weil die brauchen wir für die 100% die Karte. Was ganz gut ist, die Sternkarten brauchen wir zum Glück nicht für die 100%. Das wäre wirklich Hölle gewesen, wenn man dann für jede einzelne Karte dann die drei Sternkarten nochmal braucht. Also zu jeder Karte hat die mit einem Stern, mit zwei Sternen, mit drei Sternen. Zum Glück das nicht. Also das wäre wirklich, boah, das wäre richtig bekloppt gewesen. Ich muss jetzt auch gerade überlegen, gibt es im dritten Teil überhaupt noch die Sternkarten? Ich meine nämlich nicht. Ich glaube, da wurden die wieder abgeschafft. Ich weiß das jetzt echt gerade nicht mehr. Aber der dritte Teil ist eh so eine Klasse für sich, weil da sind so viele neue Kartentypen und weiß nicht, und das ist auch so ein bisschen umfangreicher gemacht alles. Das ist eher alles so ein bisschen anders auch. So allgemein, das vom Kampfprinzip ist das auch ist das ziemlich anders dort. Das wird man auch sehr schnell merken. Aber ich finde sogar besser. Du hast einen Brief gefunden? Kein Schatz? Zeig mal her. Oh, sie heult. Von meinem Großvater. Er ist wirklich nutzlos. Wer kann ihn brauchen? Du kannst ihn haben. Altrim. Danke fürs Suchen. Ist, glaube ich, wieder so ein Code drauf. Ups. Okay, der Altrim. Eine sehr altmodische Schnur für ein Gerät, das man früher Mobiltelefon genannt hat. Ja, okay. Damit kann man echt nicht viel anfangen. Und das steht da drauf. Na gut, dann werde ich mir das nochmal kurz wieder auf eine Textdatei notieren. Und das auch mal eingeben. Okay, da haben wir den Code. Und was bekommen wir denn diesmal? Ich hoffe, was Gutes, weil ich muss eine ganze Weltreise dafür machen. Oh, Sündhaken 3 mit Sternchen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Sonst war ja noch eine andere Quest. Das war bei dem Mädchen dort. Da machen wir die noch kurz und dann reicht es auch erstmal. Und ja, doch, dann würde ich sagen, machen wir dann den nächsten Part. Dann den Plot dann weiter, dass wir dann zum Bermuda-Labyrinth gehen. Und die Quests, sage ich ja, die schieben wir dann. Ich werde dann nochmal einen Part machen, wo ich dann nochmal ein paar Quests dann mache vor dem Finale. Und dann werde ich dann nach dem Finale, weil ich kann mir vorstellen, dass ein paar Quests vielleicht erst nach dem Finale freigeschaltet werden, dass wir dann noch dann alle restlichen Quests dann erledigen. Und dann machen wir den ganzen Postgame-Content. Denn da gibt es auch noch einiges zu tun. Was haben wir denn da? Hey, ich habe ihr Tagebuch Die Welt des Essens gefunden. Dort habe ich sie. Ich habe den Ruf als weltbeste Esserin, aber es gibt Essen, von dem selbst ich nichts gewusst habe. Es gibt einen Mythos unter den Leuten, die Seelnark mögen. Von welchen Essen redet sie? Bestimmt wieder irgendwas aus Messhausen.
Das würde mich sogar selbst interessieren. Ja, beste Esserin, wo gibt? Was es dafür eine Auszeichnung gibt? Ist das nicht ein bisschen unvorbildlich, darauf stolz zu sein, dass man so extrem viel isst? Weil zu viel, naja, wo manche verhungern. Bist du die weltbeste Feinschmeckerin? Du bist ein schlaues Bürschchen, nicht wahr? Das klang jetzt halt so komisch. Ich habe was von richtig guten Seelennahrung gehört. Psst, leise! Wo hast du das gehört? Ich persönlich kenne es nicht. Aber es heißt, dass es in WhatsApp eine Frau gibt, die Seelenmutter heißt. Ihr Seelennahrung ist einfach göttlich. Solltest du es jemals essen, sage mir Bescheid. Okay, ganz ehrlich, ich werde das so machen. Bevor wir zum Bermuda-Labyrinth kommen, auf dem Weg kommen wir an WhatsApp vorbei. Ich werde nach WhatsApp gehen, das mache ich dann Anfang des nächsten Parts. Und dann kurz mit der Frau reden und dann gehen wir erstmal zum Bermuda-Labyrinth und danach werde ich dann erst die Quests abschließen. Also die von den Mädchen, weil ich habe jetzt keinen Bock jetzt extra dafür nochmal zurückzugehen. Das ist auch mit sehr zu viel des Guten für eine Quest. Na gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann in WhatsApp wieder. Und dann sage ich mal, bis dann.